Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal German Treasure Hunter. Diesmal geht es wieder um eine Outdoor-Taschenlampe und zwar die Perun 2 Mini von der Firma Olight. Die haben gerade übrigens ein 16-jähriges Jubiläum. Sie haben sogar eine Sondermünze rausgebracht, was mich als Schatzsucher natürlich besonders gefreut hat. Und es gibt auch eine neue Goodie-Taschenlampe dazu, die seht ihr hier. Und die ist natürlich auch richtig cool, hat so einen goldenen Touch. Auch das ist natürlich für mich als Schatzsucher so eine Geschichte, wo ich sage, da bin ich aber ziemlich heiß drauf. Ziemlich cooles Teil. Gibt es zusammen bei einem großen Sale zum 16-jährigen Jubiläum. Außerdem gibt es auch wieder einen schönen Rabattcode für euch. Und den habe ich für euch in die Videobeschreibung gepackt. Und wir legen jetzt los mit der Outdoor-Taschenlampe Perun 2 Mini. So sieht das Ganze aus. Ich habe mir mal zwei Stück schicken lassen. Und es ist eine Multifunktionstaschenlampe, muss man sagen. Sie ist zum einen relativ klein, handlich, griffig und echt was für die Hosentasche. Du kannst sie aber auch durch die mitgelieferten Clips hier an der Seite, sehen wir mal diesen Clip, da kannst du sie auch an der Hosentasche tatsächlich befestigen oder am Rucksack oder an der Jacke. Aber du hast auch die Möglichkeit, die Perun 2 Mini als Stirnlampe zu nutzen. Und das ist natürlich für den Outdoor-Bereich super cool. Es gibt auch, das sage ich direkt dazu, hier nach unten natürlich wieder ein Magnet. Und damit kann man zum Beispiel im Auto, wenn man am Motorraum irgendwas schrauben muss, kann man die auch benutzen, irgendwo festklippen. Einfach per Magnet. Das ist ziemlich cool. Und wir schauen uns jetzt die Perun 2 Mini mal im Detail an, gehen natürlich auch gleich raus mit euch in die Dunkelheit und gucken mal die verschiedenen Helligkeitsstufen. Insgesamt gibt es 5 Stück, die ihr auswählen könnt. Wie hell sind die denn? Klar, im Nahbereich, dieser sogenannte Moonlight-Modus ist natürlich wirklich auch nur, um mal im Rucksack was zu kramen, so ein bisschen. Aber im hellsten Modus ist sie wirklich enorm für diese Größe, muss ich sagen. Von daher wirklich ein beeindruckendes Teil mit über 1000 Lumen und 150 Meter Reichweite. Jetzt aber mal zur Perun 2 Mini selber. Ist natürlich einiges verbessert worden im Vergleich zum Vorgänger. Und hier gibt es auch zwei verschiedene Versionen der Lampe, natürlich in verschiedenen Farben, aber auch einmal als neutralweiß und einmal als kaltweiß. Könnt ihr hier mal noch ein Bild sehen, dass ihr euch davon einen Eindruck machen könnt. Und wir schauen nochmal schnell auf den Lieferumfang. Hier sehen wir nochmal diesen Clip, der mit dabei ist. Den seht ihr hier. Ich leuchte den für euch mal ein bisschen an, denn auf dem Schwarzen ist es vielleicht auch etwas schwerer zu sehen. Schwarz auf Schwarz. Habe ich eben erst einen Objektivdeckel auf dem schwarzen Tisch gesucht. War für meine Augen mal wieder weg. Und das ist also einmal dieser Clip, der dabei ist. Dann haben wir das beliebte Ladekabel von Olight. Und das ist ja super praktisch, weil man einfach per Magnethalterung das Ganze hinten drauf pflanzen kann. Und das ist also dabei. Und wir haben auch das Stirnband noch dabei. Seht ihr hier nochmal. Und da klippt ihr einfach die Perun Mini sowohl als Rechts- als auch als Linkshänder einfach hinten rein. Clever, dass ich mich jetzt selbst blende und könnt die dann hier auch entsprechend nutzen. Kamerafrau ist schon geblendet, obwohl wir nicht im stärksten Modus sind. Also ist wirklich ein schönes Teil, was man multifunktional einsetzen kann. Und wir haben in der schwächsten Laufzeit, also im Moonlight-Modus, bis zu 10 Tage insgesamt, wo ihr die Lampe laufen lassen könnt. Natürlich im höheren Modus nicht mehr, das stuft sich ab. Das werde ich euch gleich aber auch draußen nochmal erklären. Und insgesamt gibt es 4 Helligkeitsstufen plus den Turbo-Modus. Also sind es 5. Und dann gibt es auch nochmal eine rote LED, die man nutzen kann. Wie das geht, erkläre ich euch auch gleich draußen. Das natürlich für den taktischen Bereich oder für den Notfall. Also in diesem kleinen Teil steckt wirklich super viel drin. Eine ideale Outdoor-Lampe für unterwegs, für Jogger, für Jäger, für auch Einsatzkräfte natürlich und auch für den privaten Bereich lohnt sich die Perun 2 Mini auf jeden Fall. Auch hier bei so einer kleinen Taschenlampe habt ihr super coole Features mit dabei. Woher weiß ich zum Beispiel, wie viel Akku habe ich noch, also wie ist mein Akkustand? Auch das erfahre ich am Hauptschalter, wenn ich die einschalte, zeigt er mir entweder an grün, orange oder rot und somit weiß ich auch, wie viel Akku habe ich noch und wie lange kann ich die Stirnlampe oder die Perun 2 Mini generell eigentlich noch einsetzen. Das ist also auch wieder super cool, sie ist schön griffig auch durch diese Riffelung hier, also sie liegt echt gut in der Hand, egal ob man sie so oder so anfasst. Also das ist wirklich super schön wieder gemacht. Hochwertig mit Aluminiumgehäuse.
Da sparen die ja auch nicht an der Qualität. Also das finde ich immer sehr gut bei OLED. Das sind qualitativ einfach hochwertige Produkte. Und klar, kosten auch eine Mark mehr, wie man früher gesagt hat, aber dafür hat man auch was Ordentliches. Eine Sache jetzt noch zum Schluss. Sie ist natürlich auch wieder nach IPX8. Wasserdicht, staubgestützt und so weiter. Also auch da wieder Qualität vom Feinsten. Und sie ist natürlich auch fallsicher. Wenn ich die jetzt hier so mal fallen lasse, gucke ich mal, ob sie noch an ist. Und tatsächlich ist sie auch noch an. Ja, ich habe Gott sei Dank ja zwei, von daher kann ich das mal machen. Aber wie gesagt, OLED-Produkte sind halt wirklich qualitativ hochwertig und die können auch was ab. Das soll auch so sein. Darum kosten sie auch einen Euro mehr. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir springen jetzt nach draußen und ich werde euch mal zeigen, die insgesamt fünf verschiedenen Stufen, was können die? Klar, nochmal im unteren Bereich sind sie natürlich nicht so hell wie jetzt die Marauder oder sowas, aber im oberen Bereich, also die Stufe 3 und 4, die sind schon gut und der Turbo-Modus vom Feinsten. Wir springen raus und es lohnt sich auch nochmal vorbeizuschauen in die Videobeschreibung, denn da gibt es einen extra Rabattcode diesmal für euch von mir und damit bekommt ihr 5 Euro extra Rabatt auf schon bereits auch bestehende Rabatt und das bezieht sich auf alle Produkte. Von daher schaut gerne mal in die Videobeschreibung vorbei. Da gibt es auch den Link zum OLED Sale und ja, ich würde sagen, wir springen jetzt nach draußen und schauen uns die Perun 2 Mini mal draußen an. Jetzt bin ich zusammen mit euch draußen und wir schauen uns die Perun Mini 2 an. Sie ist ja wirklich super klein, also gerade so dick wie mein Daumen. Zugegeben, ich habe dicke Daumen, aber trotzdem ist das Ding ja super klein. Und wir wollen jetzt mal herausfinden, was kann es denn überhaupt? Was ist es? Was hat es für ein Leuchtfeld? Wie weit leuchtet sie? Wie sind die verschiedenen Stufen? Und es gibt auch noch ein Extra, das zeige ich euch auch noch für den Notfall und für den taktischen Bereich. Also los geht's mit dem Test der Perun Mini 2. So, unser Test beginnt jetzt und ich bin hier gerade im Moonlight-Modus unterwegs. Da sieht man natürlich noch nicht so viel, liegt aber daran, dass das hier eher geeignet ist, um ein bisschen den Nahbereich abzudecken. Also mit dem Pixel hier sieht man vielleicht so ein bisschen was, wenn ich auf den Fußboden leuchte, die Kameratasche. Und da haben wir so grob 5-6 Meter Reichweite. Und ich mache jetzt mal die Stirnlampe an. Und dann gehen wir die einzelnen Modi durch. Ich habe also zwei dabei, habt ihr schon gesehen. Das ist jetzt nochmal hier der Moonlight-Modus. Und da sieht man von den Bäumen vor mir, die sind so auf 10 Meter, sieht man noch nicht viel. Und darum werde ich jetzt direkt in den nächsten Modus gehen. Moonlight-Modus hält übrigens 10 Tage auf 2 Lumen und Reichweite 6 Meter. Jetzt gehen wir mal in den nächsten Modus. Hier haben wir 18 Meter Reichweite, ein bisschen was sieht man schon von den Sträuchern und Bäumen, die hier vor mir auf uns warten und ja, ist so okay, um ein bisschen mal nachts mit dem Hund zu gehen und wir springen direkt in die nächste Stufe, würde ich sagen. Die bietet uns direkt 36 Meter Reichweite, also auf in die nächste Stufe. Ja, man sieht deutlich mehr, muss man schon sagen, das Ganze hat sich verdoppelt vom Leistungsumfang und hier haben wir jetzt die Reichweite von, was hatte ich gesagt, 36. Ich würde sagen, wir springen direkt weiter, weil ihr wollt ja wissen, was geht bei der vollsten Stufe, darum auf in die nächste. So, hier haben wir jetzt etwas über 70 und da kann ich auch schön in die Baumwipfel schon reinleuchten. Sehen wir hier auf dem Pixel gerade, also das ist schon recht ordentlich hier, aber wir haben ja noch eine Stufe und die werden wir jetzt reinknallen, nämlich den Turbo. Na, hat natürlich nicht funktioniert, Vorführeffekt. So, jetzt, das ist der Turbo. Ja, und der ist mal eben richtig hell. Also da seht ihr schon, da kann ich auch bis in den Wald hinten reinleuchten. Und auch die Wiese ist sehr gut ausgeleuchtet hier. Das finde ich schon enorm. Also für so eine kleine Taschenlampe, die ja wirklich nur die Größe meines Daumens hat, finde ich das schon echt beachtlich, muss ich sagen. Also das ist echt für die Größe wirklich super. Und wir haben ja auch noch eine zweite Möglichkeit. Dazu mache ich die Taschenlampe mal wieder aus und werde jetzt mal ganz kurz so per Doppelklick hier aktivieren das Rotlicht. Könnt ihr natürlich jetzt nur schwach sehen, logischerweise, aber ist auch für den Notfall gedacht nur, beziehungsweise für den taktischen Einsatz, wenn man halt möchte, dass man ja die Nachtsichtigkeit selbst auch noch ein bisschen behält, dass es nicht direkt zu hell ist. Und wir können aber auch, wenn wir jetzt hier hingehen und in den zweiten Modus wechseln,
mache ich jetzt mal. Und das ist tatsächlich für den Notfall. Wenn mal wirklich was sein sollte, könnt ihr die Perun 2 Mini auch aktivieren, dass sie ein SOS-Signal absetzt. Und das ist natürlich auch von der Ferne dann auch zu sehen für den Notfall, wenn wirklich mal was sein sollte. Also hier ist wirklich an alles gedacht worden, muss ich sagen. Und wir schalten noch einmal, ein letztes Mal in den, na, in den Turbo-Modus. Den gucken wir uns mal schnell an. Der hält übrigens nicht ganz so lange, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Wir haben beim Turbo-Modus 2 Minuten Laufzeit, dann schaltet er wieder zurück. Dann habt ihr aber immer noch, ich glaube, 100 Minuten Laufzeit. Und von daher für so ein kleines Teil, muss ich sagen, auf jeden Fall Daumen hoch. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und checkt mal die Videobeschreibung aus. 16 Jahre OLED, es gibt jede Menge Sonderangebote bei denen, von daher guter Stuff, gutes Zeug, gute Links, und das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.